So, hallo und herzlich willkommen zurück bei den PS Plus Games für Oktober 2016. Weiter geht's mit meinem persönlichen Highlight diesen Monat. Wie schon gesagt, Resident Evil hatte ich vorher leider schon gekauft. Transformers Devastation von Platinum Games. Freue mich echt, bin mal sehr gespannt. Hoffe mal, dass das Kampfsystem nicht allzu komplex ist, dass es einigermaßen rafft. Und ja, Transformers cool auf jeden Fall, auch wenn die Michael Bay-Filme vielleicht nicht gerade das beste Sache war, so ja. Aber Transformers gehen eigentlich immer, oder? Transformers sind trotzdem immer noch cool. Ich fand Transformers früher als Kind schon richtig nice und finde ja immer noch cool auf jeden Fall. Und die Spiele haben ja immer sehr geschwankt zwischen sehr gut und sehr schlecht. Und da das jetzt von Platinum Games ist und auch eher so Retro-Look und Comic-Look hat und geiles Kampfsystem haben soll, bin ich mal sehr gespannt und würde sagen, leg mal los, laber nicht mehr lang rum. So, los geht's, viel Spaß. Okay, erstmal Story-Modus, Herausforderungsmodus. Kann man wahrscheinlich erstmal durch nach dem Durchspielen machen. Station 1, Steuerungstyp A, Zielen, bla bla, Nahkampfslot. Fangkampfslot, oh. Kamera hasse ich nicht, aber ihr wisst ja, was ist. Hilfe ein, Verfolgung ein. Deutsch, Kartendrehung ein. Sound. Diese Runde hier. Okay. Mal speichern. Story-Modus. Für Spieler, die Action-Spiele kennen, aber keine Experten sind. Für Action-Spiel-Veteranen, die eine Herausforderung suchen. Und für hochrangige Action-Spieler extrem herausfordernd. Ihr wisst Bescheid. Normalerweise würde ich das Krieger spielen. Bei Commando traue ich mir auch nicht unbedingt zu. Weil würde ich mir schon zutrauen, aber wahrscheinlich schon sehr schwierig sein. Aber nehmen wir erstmal das Speer, weil wir sind jetzt hier. Oder nur einen Blick drauf werfe, erstmal aufs Spiel. Und das nicht komplett durchspiele oder sonstiges. Oh nein! War das gerade Optimus? Optimus sage ich schon. Megatron? Insecticons! Insecticons? Okay. Also detected. It seems our theory may have been correct, Soundwave. But plasma energy is unstable! No Cybertronian has been able to tame it since. Since the Golden Age. Then stand back, Starscream, and watch me tame it as I have tamed you. Oh, one of these days, Megatron. Constructicons, use the kinetic shields to build me a perimeter. And where will you be, Lord Megatron? We have been given a gift beneath the surface, and I intend to use it. Hold on, Dinobot. Megatron and his Decepticons are already here. Also, den Look finde ich immer echt cool, oder? Ne? War jetzt grafisch nicht beeindruckend oder so, eher minimalistisch kalte von der Umgebung her. Aber on the plus side, I think we finally get to plus some Decepticons. The humans are evacuated and our mission is clear. Save the city and stop Megatron.
Ja. Keine komplizierte Story, einfach nur die Welt retten. Nicht mehr und nicht weniger. Autobots, I am all right. We will rendezvous later. Start mal, zeig mit Optimus. Okay. Sieht ja mal voll optisch vom Layout von dem HUD sieht es schon aus wie Metal Gear Rising Revengeance. Ja, blau-gelb und so. Ja, Karte bewegen, Kamera drehen. Was? Soll das gerade geben? Kreis. Okay. Kreis. Nein. L2. Jo. Okay. Schläg mal. Oh, ich hab nur 12 Schuss. Lädt er automatisch noch? Also beziehungsweise unendlich. Oh! War blöd von mir. Ich dachte, das hätte so unendlich Muni oder so. What in the world is all of this? Wheeljack? Come in. Is this Cybertronian technology? I think so, Optimus. They're creating hurricane force winds like they're trying to sweep the city clear. Whatever their purpose, there is more to the situation than meets the eye. Hmm. Also die rennen, okay. Vielleicht wieder Energie, ne? Na, ein bisschen zumindest. Krass, Alliance. Ah. Special Move. Ah, der lädt sich auch wieder auf, okay. R1. Ah. Ja, cool. Hier ist aber Chamber. Ich hab gerade ausgefallen gehabt. Ah, die Knarre. Achso. Cool. Da kann man schon coole Kombos machen. Oh nein. Wo sieht das ab, kommt? Das ist echt voll cool, weil das alles eins aussieht wie Spielzeug. What? Wenn du während einer Combo einen blauen Blitz siehst, drücke schnell R1 für einen verheerenden Fahrzeugangriff. Oh, okay, kriegt noch mal eine Einblendung extra, wie ich das machen kann. Wahrscheinlich durch den Himmel erstmal ballern, ne? Oder nicht? Doch. Seeker. Optimus, I got your back. Come on, scrap him. Ah. Gotta use ranged weapons. Keep firing! He'll fall eventually! I think. Was ist das? Okay. Hm. Ja, aber ist nicht gerade wirklich sehr gut oder so. Sammle Energon-Würfel, um deine Energie wiederherzustellen. Grüne Würfel stellen Gesundheit, TP wieder her. Und blaue Würfel stellen die Energie deiner Waffe wieder her. Okay, ist das mal auch Bescheid, ne? Energy. Schöne Münze. Kriegt auch Münze raus? Was sind kaputte Autos? Nö. Nicht schon noch aus. Gehen wir rede? Nö. Ach Gott, ich bin erst ein Dödel.
Wo bin ich gerade? Wenn wir diesen Fahrzeugangriff machen, wenn ich schon auf Lock und Sections. Okay. Inventar, wie jetzt ein Schwert. Ah, ich hab die Axt gerade noch ausgewählt. Wohin ins Inventar? Okay. Touchpad. Objekte. Reparaturverbesserung. Kraftbooster. Eine Flüge. Ah, warte, hier ist doch Ausrüstung. Hä? Auf Objekte gehen. Ah. Ausgerüstet. Sorry, aber ich raff gerade nicht ganz. Wie ich da jetzt. Hä? Wie kann ich die Waffe jetzt da ändern? Objekte, Status. Der macht keinen Sinn. Da, wie komme ich da rechts rüber? Ausgerüstet. Hab ich gerade irgendwie ein Schwert gesehen oder war das Energiepack oder war das nur ein Symbol, wo außer wie ein Schwert? Ich hab's nicht ganz gerafft. Move-Liste. Sorry. Ich stehe irgendwie gerade auf dem Schlauch. Reparatur, Verbesserung, bringt mir alles nichts. Wie komme ich darüber? Leute, sagt mir das mal bitte einer. Ich weiß es nicht. Na gut, dann halt nicht. Okay, wo muss ich lang? Ah, sogar Doppelsprung mal. Oh cool. Hey, I found something. Follow me. Dann springen wir. Halte R1 gedrückt, um zwischen dem Roboter und Fahrzeugmodus zu wechseln. Ja, das haben wir schon rausgefunden, ne? Oh. Nach einem Sprung im Roboter-Modus kannst du in der Luft die Form wechseln und einen Bodenstampfer machen, der feinen Schaden zufügt, die begrabene Objekte freilegt, okay? Cool. Da ist nichts mehr. Hier sieht auch noch nichts aus. Das war ja mega schlecht. Weiß noch geschafft.
Nahkampf normal. Aber das soll einfach nur. Keine Ausrüstungsding, kein Ausrüstungsmenü. Sorry, schauen wir jetzt kurz mal die. Ja gut. Das ist die Axt. No get through door. Need help. If I stay focused, I think I can get through. Jetzt muss ich mal weichen mit R1 aus, kurz bevor ein feindlicher Angriff treffen würde, um in einen konzentrierten Zustand zu gelangen und die Zeit kurz zu verlangsamen. Das spielen wir bei einer Tanne. Ah, okay. Also ich fahre nicht auf meinem Kanal. Warnung, was für Warnung? Wartet auf mich. Da oben. Aukeli, daukeli. Okay, ich steig automatisch irgendwie auf, nur ne? Das hat mit der Ausrüstung selber nichts zu tun. Ich lage auf diesen transpartialen Konverter, um ein verstecktes Objekt in diesem Bereich zu materialisieren. Beachte, dass manche transpartiale, was ist denn das für ein Wort? Transpartiale Konverter kurz Aktivierungszeitspannen haben oder nur auf bestimmte Waffentypen reagieren. Bestätigt. Draufballern. Nein. Ah, L3, R3, warum blinkt das? Supi. Ich bin schon aktiviert, oder warum reagiert er nicht? Brauche ich da irgendwas Spezielles dafür? Der Traumpfopf immer. Scheinbar nicht. Ist das zu hoch oder nicht? Okay. Was kommt nun? Okay. Der ist relativ groß. Der ist selber. Okay. Wow. Das war nicht. Okay. This will hurt.
So, es war ein bisschen arg leid. Okay, vielleicht doch noch ein Flight-Spiel, das war das ist ein bisschen arg anspruchslos so. Another time, Autobots. Ready, ready, ready. Oh, und ich bin Bumblebee. Wie es aussieht, war witzig. Da muss ich halt nicht lang, ne? Ja, gut, das hat man ja schon tausendmal, ne? Wie schnell ich da bin, Alter, das war krass. Okay, ich meine, ich habe jetzt keinen S-Getrieb für ein bisschen rumballern. Was ist das andere für eine Knarre? Das ist so ein Maschinengewehr und das ist wahrscheinlich wieder so was Normales eher, ne? Ja, dieser Angriff ist cool auf jeden Fall. Warum haben wir das denn jetzt? Wo ist, wo ist? Okay. Inventar 3. Inventar 4. Fernkampf normal. Das ist ein Geier, wischen du? Benzin? Ein Kremseek gefangen. Neues Schauplatz-Artwork für die Galerie freigeschaltet. Hat er gesagt Kremseek, nicht Benzin. Warum macht er das nicht? Das geht wahrscheinlich nur mit Bumblebee, oder? Irgendwie nicht. Ah doch, geht doch. Hä? Was hab ich vorher falsch gemacht? Wenn ich länger drauf bleibe, vom Knopf, kann natürlich auch sein. War schon gar kaputt? Ups. Ich hab schon aufgehört drauf zu schlagen. Das wäre kaputt. Das kann ich aufmachen, ne? Da muss ich hin, oder? Nein, warum? Da komme ich so nicht durch. Wo mal immer. So, down gemacht. Wow. Obacht. Okay. Wie gesagt, Leute, war ich dann so eine gute Entscheidung, das vielleicht zu spielen.
Ja. Naja, macht's lieber nicht. Macht nicht den Fehler wie ich. Das ist dann doch ein bisschen sehr leicht. This wind current is too strong to pass through, even in vehicle mode. You will have to find another route for now. Okay. I understand. Okay. What is the meaning of this? Optimus, come to save the day, I presume? I am here to stop you from destroying the city. Stop me? Oh, Prime, you have no idea what you're really up against, do you? Who is really behind this? This is our home now, Megatron. We should respect it. No matter, Prime. I have no interest in destroying Earth. But I'm not opposed to making a few, shall we say, improvements? Bumblebee, you've got to break through Megatron's shield. Erreiche für einen Sturmangriff Höchsttempo im Fahrzeugmodus. Benutze einen Nahkampfangriffsklasse. Sturmangriff können feindliche Schilde sein. Okay. Ich hab nur so kurz drauf auf der Tasche. Ah, blind. Kein Fahrzeugangriff machen, soll ich sagen. Bäm, Alter, Megatron mal kurz platt gemacht, ey. Was geht? What in Cybertron's name? Autobots, Megatron is headed for that steel tower. Move out. Okay, aber ich würde sagen, das reicht erstmal als erster Druck. Also es macht mega, mega Bock, muss ich echt sagen. Ich fange jetzt mal neu an und auf normal. Auf normal spiele, weil das ist echt ein bisschen arg leicht jetzt gerade momentan. Weil es zum Reinkommen für die Steuerung gar nicht so schlecht ist. Und ich denke ja. Ich hoffe, ihr habt einen guten Eindruck davon bekommen von dem Spiel, ob es euch gefällt oder nicht. Das ist ja dann wieder Geschmackssache, ne? Aber es macht auf jeden Fall Spaß, die Steuerung funktioniert tadellos. Macht mega Bock und ich weiß gar nicht, was ich zuerst spielen soll. Das oder Resident Evil? Ich glaube, das entscheide ich aus dem Bauch heraus. Jetzt werde ich erstmal weiter aufnehmen. Es warten noch ein paar PS Plus Spiele auf uns. Ich hoffe, ihr hattet Spaß. Wir sehen uns beim nächsten Video auch wieder. Bis dahin, danke fürs Zusehen und adieu.